Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es nochmal um den vermissten Fall von Kerstin, die Langley, die im Sommer 2007 spurlos verschwand. Der Fall wurde ja bereits in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 18.12.2013 gezeigt und dann nochmal aufgerollt in der Sendung Vermisst von Aktenzeichen Y am 17.07.2024. Der Fall ist besonders mysteriös, weil es eben eine Zeugenaussage gibt, dass Kerstin getötet worden sein soll. Aber bisher konnte keine Leiche gefunden werden. Kerstin Lee Langley ist 39 Jahre alt, als sie verschwindet. Sie ist Mutter eines Sohnes und verschwindet eben unter äußerst merkwürdigen Umständen im Sommer 2007. Aufgewachsen ist Kerstin in der DDR in Quedlinburg. Dort lebte sie zusammen mit drei Halbgeschwistern. Eine besonders enge Bindung hat Kerstin zu dem jüngsten der drei Halbgeschwister. Und er berichtete in der Aktenzeichen Y-Sendung, dass die beiden es unter ihrem Stiefvater nicht leicht hatten. Und das ist dann auch der Grund, der die beiden dann zusammenschweißte und sie bis Kerstins Verschwinden eng verbunden blieb. In der DDR machte Kerstin dann eine Ausbildung zur Textilreinigerin. Und 1988 geht sie dann die erste Ehe ein. Ein Jahr nach der Hochzeit bekommt sie ihren Sohn. Und nach insgesamt 3 Jahren Ehe lässt sich Kerstin scheiden. Sie zieht dann mit ihrem Sohn nach Hessen zu einem Freund. Der Bruder berichtete in der Sendung, dass Kerstin nach einem starken Mann für sich und ihren Sohn suchte. Weil Kerstin ihren Bruder vermisste und auch eben, um sie zu unterstützen, zog der Bruder dann auch nach Hessen. Und die beiden blieben dann in Kontakt. 1988 erfolgte dann die nächste Heirat von Kerstin. Es war ein in Deutschland stationierter US-Soldat. Und ab diesem Zeitpunkt änderte sie ihren Nachnamen in Lee Langley. Sie zieht dann zusammen mit ihrem neuen Ehemann in die USA nach Texas. Danach ziehen sie wieder zurück nach Deutschland, nach Sulzbach-Rosenberg. Aber auch diese Ehe wird 2003 dann wieder geschieden. Der Halbbruder und Kerstin treffen sich regelmäßig. 2006 zieht ihr Sohn dann aus zu seiner Freundin. Er ist mittlerweile 17 Jahre alt. Aber Kerstin und ihr Sohn bleiben in engem Kontakt. Auf einer Party, so wie das bei Aktenzeichen Y dargestellt, es war vermutlich die Einweihungsparty des Sohnes und seiner Freundin, lernt sie einen anderen Mann kennen. Und der Bruder berichtet, dass es zwischen den beiden sehr schnell gefunkt hat. Und nur wenige Monate später, Anfang 2007, ist sie dann zu ihm nach Regensburg gezogen. Und zwar in die Nhaftstraße. Von ihrem alten Freundeskreis, in dem Drogen und Alkohol eine immer wichtige Rolle spielten, hielt sie sich fern. Ihr Bruder berichtet dann, dass Kerstin ein sehr gefühlvoller Mensch ist und sie hoffte jetzt mit dem neuen Freund glücklich zu werden. Kerstin trifft sich weiter mit ihrem Bruder, zuletzt Anfang Juni 2007. Dies war ungefähr 3 Monate, nachdem Kerstin bei ihrem neuen Freund eingezogen ist. Bei dem letzten Treffen mit ihrem Bruder war Kerstin schon in der Gaststätte, in der die beiden sich getroffen haben, und sie hatte bereits ein Bier vor sich stehen. Der Bruder bemerkte schon von Weitem, dass es Kerstin nicht besonders gut ging. Sie sagte ihm, dass sie aus der Beziehung raus will. Sie hatte auf eine schöne Beziehung mit ihrem neuen Freund gehofft und dass er liebevoll wäre. Aber das Gegenteil war der Fall. Es wäre der totale Horror. Der Bruder berichtet dann, dass der neue Freund Kerstin total kontrolliert hätte. Er hätte zum Beispiel die SIM-Karte in ihrem Handy ausgetauscht und die alte verbrannt. Deswegen konnte ihr Bruder sie dann telefonisch auch nicht mehr erreichen, nur noch sie ihn. Weiterhin gab es dauernd Streit und Kerstin stand unter dauerndem psychischem Druck. Der Bruder bietet ihr dann an, zumindest eine Zeit lang zu ihm zu ziehen, wenn sie aus der Wohnung raus will. Sie nimmt dieses Angebot an. Und Kerstins Bruder verspricht ihr, sich um die Abholung ihrer Sachen zu kümmern. Es ist das letzte Mal, dass die Geschwister sich sehen. Der Bruder hat dann für den Umzug bereits alles in die Wege geleitet. Aber dann konnte er Kerstin nicht mehr erreichen. Und sie rief ihn auch nicht mehr an. Aufgrund dessen erstattete der Bruder dann am 2. Juli 2007 eine Vermisstenanzeige. Dies war dann 3 Wochen, nachdem sich die beiden zum letzten Mal gesehen hatten. Die Polizei versuchte dann Kerstin in der Wohnung bei ihrem Freund aufzusuchen. Und als die Polizisten dort klingeln, öffnet niemand. In der Darstellung kommt dann eine Nachbarin aus der gegenüberliegenden Wohnung heraus und fragt, was denn los ist.
Also ich denke mal, dass es wirklich so war, denn auch in der ersten Darstellung des Falls, Beamten XY, wurde die Szene so dargestellt. Und die Polizisten zeigen der Nachbarin dann ein Foto von Kerstin und fragen sie, ob sie Kerstin schon einmal gesehen hat. Die Nachbarin sagt den Polizisten, dass sie Kerstin schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hat. Und der Nachbar, also der Freund oder Ex-Freund von Kerstin, schon wieder eine neue Freundin hat. Auf Nachfrage, ob die Nachbarin weiß, wo Kerstin jetzt ist, sagt sie, keine Ahnung. Die war doch sowieso kaum hier und man hätte sowieso nie ein Wort miteinander geredet. Anscheinend durfte Kerstin, so vermute ich jetzt mal, mit der Nachbarin wohl nicht sprechen. Und sie hat auch keinen Anhaltspunkt, wo Kerstin sich aufhalten könnte. Es wird dann eine Wohnungsbegehung bei dem Ex-Freund durchgeführt und dabei stoßen die Ermittler auf persönliche Gegenstände von Kerstin. Es werden dann alte Fotos, Poesiebücher und so weiter gefunden. Und auch eine Menge Kleidungsstücke. Der Ex-Freund gibt als Begründung an, dass sie in aller Eile das Notwendigste zusammengerafft hatte und dann die Wohnung verließ. Eben als Begründung, warum, wenn sie die Wohnung verlassen hat, noch so viele Sachen zurück. Allerdings befand sich bei den zurückgelassenen Sachen auch ihr Personalausweis. Die Ermittler übergeben die Sachen dann erst einmal der Spurensicherung. Aber sowohl bei der Erstattung der Vermisstenanzeige als auch bei den Ermittlungen gab es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Und dann berichtete Sohn im September 2007, dass er eine SMS erhalten hat. Und diese Nachricht soll von Kerstins Handy gesendet worden sein. Einen Beweis dafür gibt es nicht. In der SMS stand sinngemäß: Hi, mein Baby, ich habe einen neuen Engel gefunden. Das Leben muss weitergehen. Der Bruder ist sich bis heute nicht sicher, ob diese SMS von Kerstin versendet wurde. Leider reagierte der Sohn von Kerstin nicht richtig, sagen wir es mal so. Denn nach dem Erhalt der SMS hat er dies nicht der Polizei gemeldet. Der Bruder erzählte dann später der Polizei, dass es diese SMS gibt. Die Polizei kontaktierte daraufhin dann den Sohn von Kerstin. Und dieser sagte, dass er die SMS bereits gelöscht habe. Es gibt also keine Anhaltspunkte, keine Indizien, nichts, was darauf hinweist, was mit Kerstin passiert sein könnte. Und dann passiert etwas im Februar 2017, also fast 5 Jahre später. Auf einer Faschingsparty berichtet ein weiblicher Gast, dass sie auch schon mal von ihrem Ex mit einer Pistole bedroht wurde. Weiter berichtet sie im Gespräch, dass ihr Ex ihr gesagt hätte, dass er mit der Waffe bereits 2 Frauen erschossen hat. Und zwar 2 seiner Ex-Partnerinnen. Auf Nachfrage berichtet sie dann, dass die eine Kerstin Langley war. Und den Freunden von ihr ist der Name ein Begriff. Nämlich die, die seit Jahren vermisst wird. Und dann erzählt sie noch weiter, dass sie auch weiß, wo Kerstin begraben wurde. Es wurde dann am nächsten Tag nach diesem Gespräch natürlich die Polizei informiert. Und die Polizei ging davon aus, dass an Kerstin Langley ein Verbrechen begangen wurde. Und die Ermittler hatten jetzt natürlich die Möglichkeiten zu ermitteln. Das heißt, wenn ein Tötungsdelikt im Raume steht, eine Straftat, dann hat man ganz andere Möglichkeiten zu ermitteln. Allerdings gab es nach der langen Zeit dann kaum Möglichkeiten, an Telekommunikationsdaten zu kommen. Weiterhin gab der Ermittler in der Darstellung zu bedenken, dass diese Aussage natürlich unter Alkoholeinfluss gemacht wurde. Und natürlich wurde diese Aussage dann auch entsprechend überprüft und hinterfragt. Es folgte dann natürlich eine groß angelegte Suchaktion im angegebenen Gebiet, der sogenannten Märchenwiese in Neumarkt in der Oberpfalz nach der Leiche von Kerstin. Allerdings endete die Suche erfolglos. Man hat sich natürlich auch auf die Suche nach der zweiten Frau gemacht, die angeblich auch getötet worden sein soll. Diese wurde aber wohlbehalten aufgefunden. Die DNA von Kerstin wird dann im europäischen Ausland und auch in den USA mit ungeklärten Tötungsdelikten abgeglichen, aber auch dort gibt es keine Erkenntnisse. Nach Kerstin wird derzeit weltweit gesucht, beziehungsweise ihre Daten sind soweit weltweit hinterlegt, um die Chance zu haben, sie irgendwie zu finden. In der Darstellung wird dann auch noch erwähnt, dass die Frau von der Faschingsparty mit ihrer Aussage dann auch schon wieder etwas zurückgerudert sei. Und es werden dann auch nochmal alle Aussagen zu den ersten Ermittlungen genau überprüft.
und natürlich auch der letzte bekannte Partner von Kerstin wird befragt, warum seine Frau denn die Behauptung aufstellt, dass er zwei seiner Ex-Partnerinnen getötet haben soll. Er besteht weiterhin darauf, dass seine Ex ihn wahrscheinlich ganz auswischen wollte oder besoffen Blödsinn geredet habe, denn die andere Frau wäre ja wohlbehalten aufgefunden worden. Er sagt, er hätte Kerstin mit ihren Koffern vor dem Haus gesehen und sie wäre von einem Mann mit einem Auto abgeholt worden. Er konnte den Mann nicht genau erkennen, er konnte aber sagen, dass es ein dunkler Wagen mit Deggendorfer Kennzeichen war. Der Tatverdacht gegen den Ex-Freund kann dann nicht erhärtet werden und das Ermittlungsverfahren gegen ihn wird mangels an Beweisen eingestellt. Am 31.07., also gut 14 Tage nachdem der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung dargestellt wurde, gab es eine interessante Information. Denn wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg sagte, stammte der offenbar vielversprechendste Hinweisgeber aus Nordrhein-Westfalen. Er bezeichnete sich selbst als Seher und habe Infos zum möglichen Ort der Leiche der Frau per Mail übermittelt. Da die Polizei jedem Hinweis nachgehe, sei nun auch ein Waldgebiet zwischen den Landkreisen Regensburg und Kelheim abgesucht worden. 40 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei waren an der Aktion im sogenannten Peitner Forst beteiligt, so die Polizeisprecherin. Aber auch da hat man anscheinend nichts gefunden. Was kann man zu dem Fall sagen? Also erst einmal kann man fest davon ausgehen, dass Kerstin getötet wurde. Entweder von ihrem Ex-Freund oder was man auch nicht so ganz ausschließen kann, ist, dass sie tatsächlich von jemandem abgeholt wurde, von diesem unbekannten Mann. Und der sie eventuell getötet hat. Denn irgendwie hatte Kerstin Jo das Glück, immer in Beziehungen zu tappen, die nicht lange hielten. Dieser Mann konnte übrigens nie ermittelt werden. Die SMS, die der Sohn erhalten hat, dürfte niemals von Kerstin gewesen sein. Denn das Versenden dieser Nachrichten von Tätern gehört meiner Meinung nach immer dazu, die Angehörigen und Ermittler in Sicherheit zu wiegen, beziehungsweise eventuelle Ermittlungen nach hinten zu verzögern. Und interessant dabei ist natürlich auch, dass die Polizei einen Hinweis eines Sehers als den, ja, besten Hinweis bisher sieht. Also ich denke mal, es wird sehr schwierig, diesen Fall aufzuklären. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Fall entweder nur geklärt werden kann, wenn irgendjemand spricht, oder, was ich für noch wahrscheinlicher halte, irgendwann irgendwo ihre Leiche gefunden wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.